Hi, mein Name ist Leon. Ihr kennt mich vielleicht schon aus den anderen Videos. Und ich werde heute ein bisschen was zum Stein erklären. Die Bedeutung habe ich schon erklärt in einem anderen Video. Vielleicht magst du dich hier mal draufklicken. Das ist das erste Video, wo ich zu sehen bin im Kanal Todesmutig. Ich wurde bei Instagram gefragt, ob ich nicht mal erklären möchte, was diese Symbole auf meinem Stein, den habe ich selbst gemacht, für mich bedeuten. Das mache ich auch total gerne. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Sonne. Für mich ein sehr positives Gefühl. Sonnenstrahlen, was Helles. Die Sonne scheint draußen, das Wetter ist klasse. Und ich strahle über das ganze Gesicht. Also ein sehr positives Gefühl. Der Regenbogen. Bei La Via sagt man dazu auch die Punkte. Das mehrere Farben, also vielleicht auch gemischte Gefühle. Oder gerade beim Regenbogen habe ich mir dabei gedacht, auch ein Symbol für Hoffnung. Dadurch der Regenbogen. Das Feuer. Auch für mich was ganz Besonderes. Ich brenne für eine Idee. Oder ich brenne innerlich, weil es mir gar nicht gut geht. Sie haben mich belastet, was. Damit könnte man das verbinden. Der Tropfen kann auf der positiven Seite für das Meeresblau stehen und ich war am Strand, am Meer oder ich weine, der Himmel weint, es ist was Trauriges, der Smiley oder das Gesicht, das lachende Gesicht steht für ich lache, ich bin total zufrieden, fröhlich. Also nur was Positives. Und die Gewitterwolke. Es blitzt in mir. Ich bin total unzufrieden. Mir geht es gar nicht gut. Da muss was raus. Das sind jetzt so meine Symbole, die ich mir überlegt habe. Und wenn du gerade Lust hast, auch so einen Stein zu machen, vielleicht siehst du ja einen im Garten und nutzt den dann einfach. 6 Seiten braucht der. Aber wenn du gerade keinen zur Hand hast, kannst du natürlich auch machen. Nimmst du dir einfach 6 solche kleinen Blätter. Oder du schneidest sie einfach aus dem DIN A4 Papierblatt aus. Auch kein Problem. Hauptsache, du hast 6 deine Zettelchen. Da malst du jetzt mit Filzstift, Wasserfarbe, Acrylfarbe hält hier, glaube ich, ganz gut drauf. Deine Lieblingssymbole da drauf. Ein kleiner Tipp von mir, nimm auch negative, weil manchmal geht es dir vielleicht auch nicht so gut. Und wenn du dann aufstehst, dann startest du bestenfalls direkt in den Tag und sagst, ich stehe heute mit der Sonne auf, weil ich total zufrieden bin, ich strahle und ich freue mich auch richtig auf den Tag und die Sonne scheint zusätzlich auch noch. Und wenn du dann abends wieder nach Hause kommst, sagst du, ich verabschiede den Tag, ich gehe schlafen mit dem Smiley, weil der Tag war total schön, ich bin so zufrieden, es hätte nicht besser laufen können. Wenn du dir das jeden Abend vielleicht so einmal vor Augen hältst, kann es bei dir ein richtig tolles Gefühl erwecken und du wirst vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster und siehst eher das Positive. In diesem Sinne, mach's gut, liebe Grüße von La Via. Tschüss!